Willkommen bei Too Many Projects. Jetzt ist es schon fast ein Jahr her seit dem letzten Video. In dem Haus, was zu dieser Scheune gehört, musste ich viel renovieren. Und jetzt endlich komme ich dazu, das Video vom Kadett einzustellen, wie wir ihn hier in die Scheune gefahren haben. Die Bremsen waren fest, er ist nicht richtig angesprungen. All das haben wir irgendwie lösen können und jetzt geht's weiter. Stimmt. Ja, keine Feuer oder irgendwas. So, ich guck, ob die überhaupt schon geladen ist. Haben wir Sprit im? Ja, da ist Sprit drin. Sehr gut. Machen wir mal einen Kopf. Ich hoffe, die Choke ist zu. Luftfilter wieder drauf. Wir suchen hier so viele Quadermuster so drauf. Ja. Gummischlauch, der überhaupt nicht porös ist, den machen wir da drüber. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwann einmal so was bringt. Irgendwas, was man bewegen kann. Man hat ja gar kein Spark-Startgeräusch, irgendwas, ne? Jetzt Plan C, mal gucken. Ich habe die Kopfhörer.
Sehr cool. Das mag er nicht so. Das knallt auch immer schön da vorne. Geile Chance. Sobald er was. Irgendwas hängt da komplett. Also ist jetzt, ich glaube, hinten sind die Trommelbremsen fest oder sowas. Tja. Vielleicht haben wir deshalb auch das Problem, den rückwärts nicht schieben zu können. Ja, genau. Ja, super. Kann man hier draußen stehen? Ich glaube, das Differential hinten kaputt ist oder sowas. Okay. Aber keine Chance. Oder? Nee. Ich kann auch nicht rumfahren, das ist mir zu riskant. Verstehe ich. Nochmal rückwärts versuchen. Was macht man jetzt? Nochmal rückwärts versuchen. Ja! Perfekt, weiter einschlagen. Alter einschlagen. Geradeaus, ja. Und du kannst zurück einschlagen. Noch ein bisschen einschlagen, stärker. Was war das? Eine coole Geschichte war das. Also der fährt sich jetzt wieder ganz schön. Wenn er fährt, fährt er. Neue Batterien, das war's. Jetzt wäre schön, wenn er bremsen würde. Das ist das nächste Projekt. Haben wir hier Platz für den Pickup? Hervorragend. Das machen wir morgen. Heizung. Das war das richtige Stichwort. Ich bin dann ins Haus zurück und habe eine Wärmepumpe eingebaut. All das läuft mittlerweile, jetzt können wir uns wieder um die Autos kümmern und deswegen gibt es bald hier mehr auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald.